Geschäftskrankheit. So, das ist quasi dasselbe Spielprinzip wie Stadt, Land, Fluss, nur mit anderen Kategorien. Passend zu deinem Paartherapie-Podcast haben wir ein paar andere Kategorien erfunden. Und zwar, das erste ist Trennungsgrund. Ne, das kann ja auch mannigfaltig sein. Ja, gibt viele, viele. Gibt viele, viele. Das zweite ist ein ungewöhnlicher Kosename. Das dritte ist eine Mordfantasie. Das vierte ist Geschlechtskrankheit. Das, ne? Das kann ja auch ein Trennungsgrund sein. Hab ich schon mal von gehört. Okay. Ja. Und das letzte ist eine Wortschöpfung. Wir können uns also ein völlig irres Fantasiewort ausdenken. Wir müssen aber nachher erklären, was es ist. Es muss schon irgendeine Bedeutung haben. So, ach so, dann haben wir so einen Buchstabensack. Da ist er, da ziehen wir einen Buchstaben und dann geht's los. Also wer zuerst fertig ist, ruft Stopp. Und wir haben maximal aber 25 Sekunden. Dann kommt hier ein schlimmes Geräusch. Bist du bereit? Okay, darf ich du zuerst? Du fängst an. Ich misch mal. Misch mal? Bitte kein Y. Oh, das wäre echt ätzend. P. P, okay, auf die Blätter, fertig, los. Oh, nee. Was? Nee. Ich habe erst einmal P hingeschrieben. Wow, bist du schlecht. Nee, stimmt, ich habe ein paar. Ich kann die Schrift aber nicht mehr lesen. Hast du bei eins, hast du irgendwas? Zero, einfach nix. Ich habe Trennungsgrund Pferd. Wenn sich einer in ein Pferd verliebt. Wenn nicht nur eine Bekanntschaft, sondern richtig Liebe. Dann muss man gehen. So. So, ungewöhnlicher Kursname. Ich habe Pupsi. So ungewöhnlich. P steht da einfach nur. Ist auch sehr ungewöhnlicher Kursname. Ich möchte sagen, ich habe hinten angefangen, okay? Ach so, okay. Also ich habe als Mordfantasie Putenkopf rein. Bitte? Wenn bei wenn man Weihnachten eine Pute machen will und man streitet sich beim Pute machen, dass man einfach den Kopf von der Pute rein. In den Mund vom anderen. Ja, und das dann. Ja, gut. Sehr gut. Ich habe nichts. Ja, ich habe nichts. So. Geschlecht, das haben wir bestimmt dasselbe, oder? Also, das erste Wort ist sicher gleich. Aha. Der Anfang von dem zusammengesetzten Wort. Aha. Ich habe Pimmelpilz. Also, habe ich nicht, aber. Ah, habe ich nicht? Ja. Yeah. Ich bin gesund. Ich. Was hast du denn? Penisgroß. Penis groß? Als eins. Ist das eine Krankheit? Es kann ja eine Krankheit sein, wenn es zu groß ist. Penis groß? Das ein Wort. Ja. Penis groß. So, was ist jetzt deine Wortschöpfung? Ping-Pong-Geschoss. Ping-Pong-Geschoss ist, was halt viele Leute im Urlaub angucken. Da können Frauen. Frauen spezielle Tricks mit Ping-Pongs. Und das ist ein Geschoss. Ping-Pong-Geschoss. Gilt das als Wortgeschöpf? Klar. Geschoss. Natürlich. Ping-Pong-Geschoss. Ja, danke. Die sind auch alles totale Fuscher. Und du? Ich hab Prunzolette. Und zwar dachte ich, wir gründen ein Start-up vielleicht. Weil die Charlotte hat mir Karneval etwas geschenkt. Kannst du dich noch erinnern? Diese, ja, ich kann mich erinnern. Du hast es ja gar nicht mehr ausgezogen. Ja, das war so ein Ding, mit dem man als Mädchen auch im Stehen pinkeln konnte. Und das war ein gottverdammtes Himmelsgeschenk. So. In deiner Familie geht das P wieder rein oder raus? Raus. Oh, ja. In deiner Familie wird offen über Probleme geredet. Das ist krank. Offen im Podcast, meine ich. So. So. Oh, scheiße. Ah, nee. Das ist ein N. Nee, das ist ein Z. Scheiße. Scheiße. Okay, Z. Charlotte, auf die Plätze, fertig. Z. Thank you.
ich schreibe noch an dem Wand. Oh Gott. Ist nicht gut gelaufen, Zett? Doch, es ist alles, ich habe alles voll. So, jetzt fängst du mal an, ja. Trennungsgrund. Trennungsgrund für mich wirklich eine sehr unangenehme Sache, wenn der Partner zur Zertrocknung leidet. Dass er so wenig sich eincremt, dass die Haut irgendwann wirklich zertrocknet okay, ist. Okay, absolut, bin ich dabei. Ja. Ich weiß jetzt nicht, warum ich in diesem Tierthema bleibe, aber für mich ist Trennungsgrund ein Zebra auch. Also, nein, doch, guck mal, wenn jetzt dein Mann, der Martin, sagen würde, so, ich habe jetzt hier dieses Zebra gekauft und das muss jetzt bei uns wohnen und dann scheißt das überall seine Zebra-Scheiße hin und so. Das ist ein verdammter Trennungsgrund. Und dann stehe ich da vorne und sage, das Zebra oder ich irgendwann. Aber ich habe... Also, ja, was. Achso, du hast ja ein bisschen. Ungewöhnlicher Kosename. Ja. Mhm. Wenn man sich sehr, sehr liebt und so findet, dass der Partner manchmal so langsam durch die Küche geht, sagt man liebevoll Zombie. Schön. Ne? Gefällt mir. Ist sehr ungewöhnlich. Ist sehr ungewöhnlich. Ja. Ich hab Zyklop. Der mit dem einen der Sturm. Der ist der Zyklon. Achso. Ich hab den mit dem einen Auge. Sehr gut. Mordfantasie, bin ich dran? Ja. Meine Mordfantasie ist Zonkkiste gedrückt. Dass man einen großen Mensch super feste, ganz lange und qualvoll in diese Zonkkiste reindrückt. Oh Gott. Was stimmt denn nicht mit dir, Charlotte? Aber irgendwas. Ich hab eine ganz. Guck mal, ich bin normal. Ich hab Mordfantasie zerhacken. Das ist normal. Ja, ich bin normaler Mann. Ja, zerhacken. Zerhacken. Schön. Also, ey Leute. Für mich ist das macht viel zu viel Sauerei auch. Ja, natürlich macht es Sauerei. Aber wenn man schon einen umbringt, dann zerhacken. So, Geschlechtskrankheit. Hast du was? Also, ich meine jetzt da hingeschrieben. Ich hab's noch nicht mal gemerkt. Ich hab was Blödes. Ja. Sag du zuerst? Ein Zippel. Gibt's das wirklich oder hast du das ausgedacht? Ehrlich jetzt, komm. Mhm. Was ist das denn? Ist, da, man sagt auf Wienerisch Zippel. man sagt Zippel zu einem, wenn jetzt, das ist eine Krankheit, wo die Vorhaut sich wo drin verheddert hat und dann wird es langgezogen und dann bleibt es für immer ein Baumelbär, dann heißt es Zippel. Ja. Man will es nicht, man will es selber nicht haben, diese Krankheit. Nee. Man will es nicht haben. Ich danke Gott jeden Tag, dass ich keine Vorhaut habe. Halleluja. Ich würde nicht damit umgehen können. Also die Geschlechtskrankheit, die ich gehört habe, die meine Mutter mal hatte, war... Das ist too much information, ja? Eine Zystenklitoris. Oh, Charlotte! Ja, was? Entschuldigung, es war Z. Was soll ich machen? Um Gottes Willen! Ja. So, ich bin, ne? Ja. Oder... Ach, war es schon? Spielen wir keine Runde mehr? Oh nein, nein, nein. Oh. Bitte nein. Oh nein. Das war schon das Spiel. Meine. Vielen Dank für diese wunderschöne Runde Stadt-Land-Geschlechtskrankheiten. Charlotte Roche. Dankeschön. Danke.